So, nachdem ich mein E-Bike jetzt 14 Tage habe, ein KTM Gen Dope 10 Plus, bin ich jetzt schon 450 Kilometer gefahren. Letztes Wochenende war ich ja in Lübeck. Heute um 14 Uhr starte ich hier in Hamburg-Eppendorf, Nähe Eppendorfer Marktplatz. Und es geht heute mal nach Lüneburg. Ja, weiter geht's über die Heilwegstraße, dann die Fahrradstraße Leinfahrt und dann östlich der Alster entlang Richtung Berliner Tor, Rothenburgs Ort. Ja, an der Elbinsel Kalte Hufe, dann Moorfleder Hauptdeich an der Doofen Elb entlang, vorbei am Holzhafen über die Tatenberger Schleuse, Tatenberg, Ochsenwerder, Zollenspieker Hauptdeich, da setze ich über mit der Fähre und dann geht es durch Winsen durch. Dann mache ich noch einen Abstecher hier durch Hohes Holz und dann geht es schon durch Mechtersen, Vögelsen und komme dann über die Weststadt nach Lüneburg. Ja, hier sind wir schöne Aussichten an der nördlichen Spitze der Außenalster. Ja, hier ein Sprung in den Graumannsweg. Ja, die beiden auf dem Rennrad, den konnte ich bequem bergauf folgen, aber hier bergab Richtung Berliner Tor waren sie dann doch davon. Ja, hier sieht man Berliner Tor, U-Bahn-S-Bahn-Station wird großartig umgebaut. Also in den nächsten ein, zwei Jahren wird hier eine fette Baustelle sein. Ja, ich bin hier allein schon 20 Minuten durch die Stadt unterwegs. Ja, und bin dann froh, mal wieder in die Landschaft zu fahren, ein bisschen was Grünes zu sehen. So, jetzt fahre ich Richtung Rothenburgs Ort. Ich bin kurz vor den Elbbrücken, fahre natürlich nicht Autobahn, sondern mache noch einen kleinen Abstecher durch den Entenwerder Park. Oh Mann, was für eine Schlange da hinten am Entenwerder 1. Ja, jetzt geht das über das Sperrwerk Billwerder Bucht und dann weiter auf der Elbinsel Kalte Hufe. Ja, ich bin jetzt genau 2 Stunden unterwegs, mit ein bisschen Pause natürlich, und bin hier am Zollenspieker Fährhaus, Deich, Imbiss, wie auch immer. Also das ist ein sehr beliebter Bikertreff. Heute finde ich, ist gar nicht mal so viel los an Bikern. Sehr viele, die hier die Aussicht genießen, bei dem schönen Wetter. Ja, und jetzt geht das mit der Fähre rüber nach Hopte oder Hoppe. Hopte? Weiß nicht. Jedenfalls kostet die Fahrt 2 Euro pro Person plus Fahrrad 1 Euro. Also 3 Euro ist man dabei. Ja, komm, komm, komm. Ja, ja, oh. Oh, da geht's aber runter. Ich weiß nicht, ob mein SUV das schafft. Ja. Oh, da ist schon Bänkle, endlich mal Nahhocker. Ja, jetzt geht's von Hamburg über die Landesgrenze nach Niedersachsen, über die Elbe. Ja, ich hoffe, dass ich gleich die ganzen Touristen hinter mir lasse, aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Also nur, dass kein falscher Eindruck entsteht. Das ist eine sehr kurze Strecke hier an der Landstraße. Gleich fahre ich links über den Deich und eigentlich sehr schön direkt an der Ilmenau entlang. Leider hat sich da meine GoPro aufgehangen. Deswegen hier nur ein kleiner Ausschnitt. Ja, das macht schon Spaß, mit dem E-Bike so aus den Kurven rauszuziehen. Ja, das soll mit dem neuen Update von Bosch für den CX noch besser werden. Bestes Brot überhaupt, das von Gaues. Echt lecker. Ja, ich habe noch 12 Kilometer und ja, irgendwie muss ich mein Proviant noch loswerden. Deswegen noch mal eine Pause. Also ich denke, eine halbe Stunde bin ich da. Ja, Lüneburg. Und es ist jetzt, ich bin 2 Stunden 42 gefahren. Also reine Fahrzeit. 61 Kilometer bisher. Es ist jetzt 18:28 Uhr, 2 Behinderungen. Auf dem Weg zum Bahnhof fahre ich noch mal eine Ehrenrunde über das Zentrum hier am Sande. Ich steuere direkt zu auf die Kirche St. Johanni. Ja, ich fahre jetzt direkt auf den Bahnhof zu. Es sind nur noch wenige Meter, ich schätze mal 500 Meter. Und dann geht es mit dem Zug wieder zurück nach Hamburg. Ja, falls ihr mal in Lüneburg seid, schaut euch mal die Senkungsgebiete an. Also es beeindruckt mich immer wieder, gerade diese Kirche St. Michaelis. Da sind diese mächtigen Säulen teilweise schon um 70 cm aus dem Lot. Ich denke, dass das in guter Beobachtung steht und Statiker das auch im Griff haben. Ja, einige Straßenzüge sind um mehrere Meter abgesackt. Man nimmt das erstmal gar nicht wahr, aber wenn man es weiß, ist das schon sehr beeindruckend. Teilweise sacken die Straßen da um 30 cm pro Jahr ab. Man muss sich das mal vorstellen. Also wird einem schon ein bisschen unwohl. So, jetzt sind wir am Bahnhof Lüneburg angekommen. Und jetzt geht's wieder mit dem Zug zurück nach Hamburg. Ja, wie befürchtet war der Zug oder das Zugabteil mit den Fahrrädern sehr voll. Ich kann von Glück sprechen, dass ich überhaupt noch mitkam. Ja, wen es interessiert, hier meine Tourdaten. Ich habe mit dem neuen Bike überhaupt 523 Kilometer zurückgelegt. Die heutige Tour waren 66,6 Kilometer, das ist 1930.
Maximalgeschwindigkeit 51,8 Kilometer. Wow. Durchschnitt 21,9. Fahrzeit 3 Stunden 2 Minuten. Reichweite habe ich noch 60 Kilometer. Wow. Ja, im Prinzip hätte der Akku noch für die Rückreise gereicht, aber mir wäre es einfach zu spät geworden. Und ich fahre nicht gerne dieselbe Strecke nochmal zurück. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Guck mal hier, der hat ja gleich einen Satteltaschen wie ich. Ja, ich habe meine schon über 10 Jahre und die sehen, naja, nicht mehr ganz so gut aus. Aber die sind immer noch tipptopp. Klare Kaufempfehlung. Ortlieb Backroller. Ja, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zugucken. Thank you.